2016 Afghanistan, Kuringal, Teil Osten Afghanistans. Tom ist unser Pilot, der wird uns transportieren. Der hat UH-60 Blackhawk, geht's ja gut, Mark. Und Little Bird, mit dem er uns unterstützen kann. Und er hat eine UAV-Drohne, mit der er für uns aufklären kann und uns Luftunterstützung geben kann. Leon hat mich gerade angeschrieben, bin das gerade am Installieren. Was installieren? Keine Ahnung. Egal, ja, okay. Missionsstart war bei 20 Uhr. Dann. Wir nochmal kurz. Nein, wir haben jetzt hier weiter gewartet. Ja. Ja, kannst du trotzdem das Briefing schon mal fertig machen. Ja, ja. Okay, ganz einfach, Tom setzt uns ab, wo Mark entscheidet. Wir haben hier drei Ziele. Hier unten ist ein Lager, was von Aufständischen übernommen wurde. Da müssen wir Geiseln retten. Heißt, wir sichern das Lager und lassen die Geiseln durch Tom eskortieren. Exekutiert. Geht schneller. Dann haben wir oben bei Haizat müssen wir ein MRAP, den die übernommen haben. Okay, chill, das war nicht Leon. Okay, finden und bergen, heißt wir finden den, sichern den und der wird dann von Tom rausgebracht. Was ist ein MRAP? Das ist ein gepanzerter Transporter, sag ich mal. Das war der, mit dem ihr mit Toms Mission rumgefahren wird. Und dann haben wir oben in Etnikora, da müssen wir Barrieren sprengen, um den Weg freizumachen für unsere Truppen. So, in welcher Reihenfolge wir das anders angehen, ist dir überlassen, Marc. Wie gesagt, nochmal, Tom ist unser Air-Support. Ich halte die ganze Zeit Kontakt mit dem. Wir haben Sniper. Wir sind hier bei Camp Kino. Infantry Squad Noble 21. Da starten wir und ja, mehr brauche ich eigentlich nicht sagen. Fragen, Marc. Wir haben. Kurze Info, was ich vergessen habe zu sagen, in dem Gebiet sind auf jeden Fall Zivilisten unterwegs. Das heißt, vorsichtig sein mit dem Feuer, nicht auf alles schießen, was sich bewegt. Auch gerade mit der Luftunterstützung vorsichtig sein. Falls man aus der Luft nicht exakt erkennt, was das ist, nicht einfach drauf schießen, nicht, dass wir irgendeinen Hirten wegballern. Also. Okay, haben wir Supplies Drop oder sowas? Genau, also ich vergesse zu sagen, wir haben eine Kiste mit Medic Supplies, die kann der Tom uns dann vorbeibringen. Okay. Munition nicht? Oder? Munition nicht, ne. Munition nicht, okay. Da sollten wir aber genug haben. Was ist. Wie ich glaube, im Helikopter selber ist auch noch ein bisschen Munition. Ich glaube, 10 Max oder sowas. Ist denn nur mit dem Little Bird oder haben wir am Anfang noch einen Blackhawk? Oder? Wir haben einen Blackhawk, mit dem der uns transportieren kann. Da sind auch Miniguns dran, mit dem der uns auch theoretisch Luftunterstützung geben könnte. Dann hat er einen Little Bird und halt. Ja, da muss er ja mal dran setzen. Der hat Schützen an seinem Blackhawk. Die sind. Achso, okay. Die feuern dann von selber, sag ich mal. Der Little Bird ist ja gut bewaffnet und wir haben halt eine UAV, die glaube ich auch 6 Raketen hat. Aber wie gesagt, aus der UAV weiß man ja nicht. Ich weiß nicht, kommt doch an, wie gut du erkennst, auf was du schießt, nicht einfach auf alles schießen, was sich bewegt. Okay, haben wir Informationen über feindliche Luftabwehr oder? Wir haben keinerlei Informationen, was die Jungs da haben. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir vorgehen. Okay. Ja gut, dann habe ich eigentlich jetzt mal keine Frage zu Missionszielen. Das Einzige, was ich anmerken würde, bevor wir starten, dass wir uns gleich nochmal alle nach unserem Ausrüstungscheck, Funkcheck kurz nochmal sammeln. Dann würde ich nochmal gerne einmal mit dem Piloten sprechen, alleine und nochmal kurz mit dem Scharfschützen. Was hat der Scharfschützen für Waffe? Okay, werden wir gleich alles sehen. Ja, der hat eine dicke Sniper. Achso, Melvin, soll ich irgendwie, wenn irgendwas backt oder so, dann Sanitäter zuweisen, irgendwie soll ich das machen? Oder? Genau, ich habe keine Sanitäter zugewiesen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Am besten machst du einen Medic und wir suchen uns noch einen Second Medic aus. Ich weiß nicht, wer das machen soll. Okay, werde ich gleich. Okay. So. Ja, okay, dann wissen wir alles. Kennt ja Klassiker. Funkcheck gleich nochmal schnell machen. Nochmal gucken, wie es. Ja? Kurz. Bitte? Ausdauersystem auch aus oder willst du es? Ja, ja, auf jeden Fall. Sonst kurz auch nochmal gleich gucken, bitte. Aufstöpsel nicht vergessen, reinballern. Mhm. Gerade Nils. Ja. Ja, gut, das wär's eigentlich erstmal dann. Den Teil der Map. Jo. Ja, ich schreibe ja noch, warte. Danke, Tom. Wirklich, wir warten immer nur auf dich, Tom. Welcher Leon hat ihn geschrieben? Ich dachte, das wäre Leon, aber es ist Timon, der Neue. Und ich schreib den so, der.
Schreib's ihm so, ja, Dick. Ich, mein Bildschirm ist schwarz. Keine Rückmeldung, ja, mein Game ist abgekackt. Okay, ich bin gleich wieder da. Ist mein Charakter denn jetzt noch da? Steht da noch, okay. Ja. Aber nicht, dass ich den jetzt gleich nicht als JTAG joinen kann. Jetzt, ja, so, jetzt ist er zusammengeklappt. Jetzt ist er weg. Ich glaube, ich kann nicht als ihn spielen, oder? Ja, sonst starten wir jetzt schon mal neu, bevor wir jetzt gleich uns jetzt an. Ja. Bei mir ist es Hashtag, aber. Wenn du B aufmachst und dann eigentlich Standard. Also bei mir ist es auch R. Aber der hat ein anderes Fernglas als du. Der hat das Standard RS, das funktioniert ja glaube ich nicht, oder? Also Hashtag, okay, würdest du sagen. Also Standard RAS hat eigentlich Ace-Symbol. Okay. Das funktioniert eigentlich bei R. Und immer R oder T oder Tab. Gedrückt halten musst du die Tasten. Und wenn dann so ein roter Punkt in der Mitte kommt, also so ein rotes Kästchen oder so, dann kannst du loslassen. Dann zeigst du den Stand. Und ich hoffe, Melvin, du hast mir eine Entfernungsspinne gegeben und kein, ja, aber kein ich Standard Entfernungsmesser. Also ich kann. Ich kann. Nee, ich. Was denn? Ich wusste nicht, dass du den Server schon neu gestartet hast. Ich dachte, ich kann jetzt joinen, aber. Ah, starre Zeiler Roam, Alter. Jetzt kann ich nicht okay klicken. Es jeilert wieder, jeilert wieder, Alter. Ja. Ey, der arme Timon, ey. Ich dachte, das wäre Leon. Der so, ja, ich lade das gerade runter. Ich so, was lädst du runter? Das Spiel, was? Der Packs für dich so, Packs, musst du Mods runterladen? Komm, wie lange brauchst du? Wir starten gerade. Ich war so voll, ja, ich muss gucken, ob ich das schaffe. Was dauert der denn? Okay. Ja, alles. Aber alles, der hat wahrscheinlich gerade sein PC bekommen. So. Du gehst gib Gas! Mach mal hin, der Junge! Okay, ich bin voll am Schwitzen, der Junge, ey. Okay. Tom, ist richtig, dass ich keinen Rucksack habe? Ja. Okay. Kurze Frage, wo kommt der Transport-Heli, falls du mich abholen wollte? Der kommt, wo ist die andere? Der kommt von rechts. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Osten ist, aber der kommt irgendwo von rechts. Überraschung, wir fliegen in eine andere Base. Oder warte, nee, kommt der von links? Wo ist denn diese scheiß Ami-Base? Auf jeden Fall nicht bei uns in der Basis. Also das nee, der kommt nicht bei uns. Süden ist der Flughafen, oder was meinst du? Nee, die ist irgendwo, war eine kleine. Seid ihr, magst du noch die Fehlermeldung wegnehmen? Auf der Map sind ja überall Bases. Und ich weiß gar nicht, wo. Ah, da, bei Mike 1, das ist, der kommt dann von links, weil bei Al Jebel, ich weiß nicht, ob du siehst. Hadi! Wieso kann meiner nicht schneller laufen? Aber warte, du bist wahrscheinlich voll bepackt. Ja. Ja, gib mir mal einen Moment. Mach mal jetzt hier keinen Stress. Ah! So, dann jetzt noch links, zwei, Medic, wenn man eine Medic. Melvin, mal hier rüber, dann Long Range. Check. Melvin? Okay. Marc, bei dir kam jetzt nichts über Funk. Jedenfalls nicht im 115er. Oh, jetzt. Ich sehe gerade, dass er bei mir sich. Hat sich doch umgestellt wieder. Hallo? Ah, ja, hallo. Ich muss auf Dauer senden, ne? Ich wollte es nur kurz sagen. Kann gar nicht, ich hab's Mikrofon ausgehabt, irgendwas kann da schon wieder nicht sein. Mein Teamzug ist gerade abgekackt. Hört ihr mich wieder im Spiel? Ja, hallo, ja. Hallo? Ja. Der vorne ist gleich nicht an dem Weg. Ich war auch so, warum redet ihr denn nicht? Channel switched.
Disconnected. Connected. Disconnected. Channel switched. Hallo, hallo. So. Nein, kann nicht sein. Ich bin jetzt aus wieder. Sind hier, sind schon drin, ja. Was habe ich? Was sagst du, Thomas? Die war im Inventar, die habe ich aufgesetzt. Ja, die war auch nur im Inventar, die habe ich selber ausgerüstet gerade. Siehst du die? Das heißt, könnte ich etwas hier ab. Ich sehe ja nichts fliegen. 236. 240. Jetzt über dem Tarnnetz. Oh, Alter, sieht das auch her. Ich sehe kein Viech. Was denn? Hast du? Ja, gut. Vielleicht ist Drohne ein bisschen okay, aber naja, ja. Ja, okay, dann ist eigentlich klar. Kommt nach dem Helfen gleich. Könntest du mir vielleicht mal gleich, nachdem du jetzt hingeflogen hast, zurückgeflogen hast, wie du das zeitlich einschätzt, dann kannst du dann raus, um das aufzugeben, für Little Bird, jetzt zum Beispiel. Oh, geil. Ganz, ganz viel. Ja. Ist aber extrem, weil ich gehe natürlich, du müsst natürlich auch bereit sein, also schon mal nachmachen, ungefähr so aus, weil wir vermutlich ja auch ein bisschen länger brauchen. Doch, ich lasse das erste erstmal drin. Oder, na, ich lade doch einmal nach. War gerade so laut. Okay.
Ach, das passt schon. Ja, dann, trotzdem kann ich eigentlich hierbleiben. Ich werde das noch mit den Kollegen sprechen. Okay, Leute, ich habe den Rest mit Tom geklärt. David, komm mal rüber. Komm mal. Kannst du mir gleich noch ein UAV-Terminal geben? Ali, ist der Melvin? Ich stehe hier. Okay, jeder hat Funkkanal eingestellt, jeder hat Hauptplätze drin. Jawohl. Wie viele Medics da haben wir schon? Kannst du kurz mal sagen, was wir da zu haben? Am Mann direkt oder? Ich glaube, circa 80 Bandagen. Ja, sehr schön. Warte. Ja, ja. Ich muss korrigieren, wir haben schon unser Gegner-Stück, also es wird wahrscheinlich für ein bis maximal zwei Guns ausreichen. Okay. Aber 6000 Schuss. Ja, ich weiß, Minigun müsste so gut sein. Genau, gut, aber da haben wir auf jeden Fall auch mit dem Medics direkt erstmal bei. Wo sind die jetzt alle wieder? Thomas, könnt ihr jetzt mal rüberkommen oder nicht? Ja, er wird zurück. Okay, wir gehen auch wieder nach Buddy-Team-Prinzip vor. Der Melvin wird die ganze Zeit bei mir bleiben. Als JTEC ist das selbstverständlich. Melvin ist übrigens auch der zweite Medic in unserem Team. Also der kann auch, also wenn man sich das ganze Medic ist vorbei, aber er kann auch gut von der EFP legen und ist. Cedric und der Medic, ihr werdet ebenfalls ein Medic-Team sein. Also Thomas, du gehst jetzt auf einmal die Bilden, obwohl ich eventuell später, je nachdem wie das Gelände aussehen wird, den MG schützen und den Sniper-Schützen durchaus trennen werde. Also Thomas werde ich dann ein bisschen versuchen außerhalb hin checken. Du wirst diesmal leider ohne den Spot überleben. Und das MG wird dann sozusagen, wir haben zwei Buddy-Teams sozusagen und ein MG, aber erst wenn wir vorrücken, werden wir zu. Also jetzt dann. Genau, der Nils Panel. Entweder wenn wir im Turk unterwegs sein, wird der Nils bei dir bleiben. Oder Nils. Du natürlich das Buddy-Team als letztes. Ich und Melvin gehen vor. Buddy-Team und Cedric. MP7. In der Mitte von uns. Und ich werde jetzt aber nochmal kurz gucken, wo wir landen werden oder wo wir anlanden werden. Kann noch 3 Minuten dauern, das Gebiet ist noch nicht gesichtet. Dann werden wir los. Nach dem Deployment erstmal Sicherung. Da Lage vom Gebiet. Wir haben natürlich überall Feindkraft, die wir rechnen können, auch im Gebiet Leute, die man ein bisschen anpassen. Besonders hier ist es ekelhaft zu kämpfen, auch mit den ganzen Türen. Nicht ganz so schlimm wie auf Rocher vielleicht, aber trotzdem. Okay, dann werde ich kurz mal den Plan machen und dann können wir gleich mit aller Leute irgendwie anfangen. Die Höhe wird dann. Von der Grafik her habe ich die gerade voll in den Kopf gekriegt, die Tür, aber. Ja, du hast was bei mir so ein bisschen Giraffen, als du bist mit der Besteuerung. Voll mal. Die wird irgendwie gerade ein bisschen schlecht. Ey, Melvin. Ja. Du hast mir ein UAV-Terminal gegeben, aber warum auch immer lag das in meinem Buchstack? Also wahrscheinlich, weil du das mit dem GPS dann mit dem GPS auslaufen kannst. Das GPS funktioniert aber auch nicht. Das ist ja nur so. Okay. Na gut. Aber da hat es dieses Jahr. Ja, alle da? Wenn ich meine Rucksack nicht da etwas nehmen mag. Ja. Der macht doch nicht mehr klar, oder? Das ist schon mal ein Gespräch. Brauche ewig drin. Okay, habe die Landeswohnung markiert, den Weg rücken. In der letzten 300, 400 Meter bitte in den Tiefen gehen. Ich möchte das relativ sicher landen. Achso, Tom, zur Info. Du musst da noch ein Treibstofflaster hier bekommen.
Mail gemeint, das kommt nur zur Verstärkung. Den musst du dann aber selber auswählen, also mit Ace Friends Interaktion, dann musst du die Zapfsäule. Ich weiß, immer Tag, ja. Gesundheit. Wir haben auch Fast Drop, wenn wir nicht landen können. Ja, wir müssen ja Fast Drop, glaube ich. Ja, wir müssen die Fast Drop gehen, Jung. Nein, Jung. Über Eis. Alle raus. Alle da.
ein und läuft. Vielen Dank. 10 Meter Abstand. Schnell, wir besorgen. Bin hinter dir. Ja. Wir brauchen ja nicht schneller sein, wir sollen hinterherlaufen. Letzter Mann in Bewegung. Feuerstattung ist übrigens gelb. Erst schließen, wenn geschossen wird. Lager ist in Sicht, wir halten ihn. Bring mich schon mal in die erste Position. Ich lege mich dann genau neben dich, ja? Mark ist, Jo, ich bin raus, Arm ist abgekackt. Okay, Mark? Ja. Ich kann mein Spiel nicht starten. Nicht genügend Systemressourcen, um die angeforderten Dienste auszuführen. Keine Ahnung, was hier abgeht. Festplatte ist aber nicht voll.
Ja, Boys, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe dem System Ressourcen. Jetzt? Ja. Bist du weiter weg von uns? Hab mich auf der Karte markiert. Da läuft eine kleine Patrouille vor der Basis den Berg hoch. Hab bis jetzt nur einen gesehen, aber das sind meistens ja mehr. Sichtkontakt verloren bei 9. Ja, hier konnte ich vernünftig auflegen und habe auch noch bei Auflage. Da ist der zweite. Siehst du? Davon war gerade noch ein zweiter vor. Ja. Ich könnte in der Luft gehen. Wer kann in der Luft gehen? Die Patrouille. Ne, es sieht nur so aus, weil das Gelände ist halt. Baut er das nicht auf, der läuft einen Berg hoch. Da kommt noch eine Patrouille in dieselbe Richtung von 13. Verstanden, Sichtkontakt zu dem neuen Gegenspieler. Das war dann der dritte. Und unten ist noch einer auf 16 unterhalb. Mindestens 8 feindliche Einheiten in der Basis. Hast du einen Blick in den rechten Bunker? Ich sehe den Bunker ganz rechts. Da ist ein Lastsniper. Hast du den Bunker links? Das sieht aus wie ein Doppelbunker und davon den rechten? Die habe ich auch. Ah doch, den ganz links, den habe ich. Da, gut, ja, ich habe den von den Doppelbunker, den rechten sehe ich. Ah, das ist nur mal ein Sniper mit der Mose. Wer steht mir da jetzt vor der Nase? Alter. Also nicht der Doppelbunker, sondern der Einzelne. Strunzt sie mir direkt vor die Nase, ja. Ja. Du müsstest ungefähr, du liegst auf unserer Linie, also von dir müssen das auch so 530 Meter sein. In deinem Scope, vielleicht hast du da eine 5 oder so. Korrekt, ja, dankeschön. Check bei dir auch noch den Wind ab mit Shift K.
vollen Gegenwind, kann sein, dass unten Gegenwind von vorne rechts ist. Ne, Gegenwind 4, Stärke 4 von direkt von vorne. Verstanden, ich hab Stärke 3, aber dann passt es dann einfach drauf. Ich hab jetzt Blick auf den linken Bunker, da steht einer draußen und einer drin. Gut, also ich hab jetzt mich auf alle eingesiedelt, weil so viel Unterschied von Entfernung wird es da nicht geben. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstes dann auf den Mörser, danach dann auf den Sniper rechts im Bunker und dann links auf den Sniper. Okay, Sadie, magst du kurz abchecken, wie es beim Mag aussieht? Thomas, macht es Sinn, die niedrige Feuerrate zu nehmen? Auf die Entfernung auf jeden Fall. Ey, trotz Zweibein wirst du wahrscheinlich einen schönen Kick nach oben kriegen. Verstanden. Okay, Zeddy, bist du gerade drüben? Sollten wir dann wirklich mal zum Feuern kommen, machst du am Anfang auch erstmal mit den Mörser? Das ist wirklich, das ist ja der schlimmste Gegner von allen. Ja, genau, das war mein Plan. Und dann wechsle ich links auf den Bunker und dann schaue ich, was noch steht. Schon länger nicht mehr gesehen. Ja, die wird wahrscheinlich wirklich einen großen Bogen um das Lager machen. War Tom zeitweise jetzt gerade mal, ich hab irgendwie ein GPS-Signal gehabt. Ja. Okay Jungs, Marc ist gleich wieder da, dann geht's los. Verstanden.
auf 20 und läuft den Berg hoch. Ja. Bestätige Sichtkontakt. Ich bin bis jetzt bei 3. Ja, jetzt kommt der dritte. Okay, wenn Marc gleich wieder austimt, was ich einfach mal nicht hoffe und nicht glaube, dann werde ich einfach den Dienst so lange übernehmen. Damit wir nicht wieder hier so lange rumliegen. Dann korrigiere ich nochmal, falls Marc nochmal ausfällt, über den Cedric den Lead. Da ist die Patrouille hier vorne. Okay.
Ja. Ja, alles gut. Ja, ja, ne, ich habe mich auf der Karte noch markiert, werde diesen Posten noch nicht verlassen, bevor hier nicht die Order kommt. Okay. Ja, bis später. Bis dann. User joined your channel. Relativ, ja. Gut, verstanden. Dann musst du auch hier bleiben, ja? Ja. Du weißt, wo Thomas ist, du musst links hin, links zu deiner linken ab 30 Meter. Ja, hat glaube ich gerade auf der Karte markiert, genau. Okay, verstanden. Dann Vicky das gleiche, ihr habt Feuer frei, entweder auf mein Befehl oder sollten wir unter der Stoßtrupp unter Feuer kommen, dann werdet ihr anfangen zu schießen. Genau. Welche Magazine hast du bei? Insgesamt 8. Wenn ich um Suppressive Fire bitte, ja, dann... Sollen wir nochmal den Wind checken, der wechselt gerade ein bisschen. Wenn ich um Suppressive Fire bitte, dann kannst du bitte alles entladen, was du hast, damit wir reinkommen, ja? Korrekt, mache ich. Kannst du auf eigenes Ermessen zu dir engagen. Hin und wieder sind wir ganz gut, wenn du und der Sniper mir vielleicht einen Body-Count irgendwie mal geben könntet, wenn ihr keine feindlichen Ziele mehr habt, ungefähr sagt, wenn ihr ausgeschaltet habt, wie viele Leute sich in Deckung gebracht habt, die du nicht mehr sehen kannst. Wenn ihr gar nicht mehr wirken könnt, dann bitte ihr beide wieder als Team gruppieren und vorne vorrücken. Ja, es umkreist den Compound eine dreiköpfige Patrouille. Verstanden. Hast du Sicht auf die? Nee, jetzt gerade nicht. Okay, die ist vor einigen Minuten, die müssten jetzt ungefähr auf der Rückseite sein. Ja gut, hoffen wir, dass sie uns... Ja gut, das müsste aber eigentlich funktionieren. Okay, vielen Dank. Ja. Wenn du die sehen solltest und wir mit im Gefecht sind und wir die nicht sehen, dann bitte drüber auf die. Wo geht ihr denn längs? Wir gehen den Hügel runter, wir versuchen uns hinter die, wir versuchen uns ein bisschen weiter links hinter die großen Steine zu schlagen. Ja, 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 alles gleich hin. Okay, ich habe das MG kurz eingewiesen. Buddy Team 1 und Buddy Team 2 mal kurz hier schon sammeln vorne. Kann ich auch schon MG grob erfahren, was gibt? Ja, sicher, sorry.
Kurze Info an Sniper, Wind hat sich schon wieder gedreht. Und Info an den Lead, die Patrouille erscheint gerade rechts unten an der Basis. Hast du den rechts im Turm? Negativ. Welchen? Ah, ich sehe einen, ich sehe einen. Vorsicht, schieße. Auf 14 ist er bei mir. Achtung, Zivilist im Lager bewegt sich jetzt nach draußen. Ich läuft euch gleich in die Arme wahrscheinlich. Presseweste an. Nicht Presseweste, aber schwarzes Oberteil an. Rennt er hin? Weiß nicht, ist gerade links aus dem Lager. Wahrscheinlich läuft er gerade in eure Richtung. Achtung auf Feuer. Wo? Eine Geisel befreit. Das tun wir. Ist entkommen, der ist nach links weg. Was denn? Näher ran meinst du?
Info an Lead, Fireteam 3 wird seine Position verändern. Verstanden. Nicht groß, nur 200 Meter nach rechts. Querschläger. Achtung Zivilist, die schießen jetzt 12 Grad. Ja, sehe ich. Buddy Team 3, euer Status, wo seid ihr? Okay, in der Nähe vom Raketenwagen, wir sind Feinde. Wir sind ein bisschen weiter vorne rechts von unserer ursprünglichen Position. Wir decken euch gerade ab, falls irgendwelche gegen uns Patrouillen oder so zur Verstärkung kommen. Momentan keine weiteren Sichtkontakte. Thomas? Status bitte. Alles okay, wir haben gerade eine Rakete abgeschickt. Hinlegen, hinlegen. Bei Team 3, ihr könnt bis zum den Stein vorrücken, bitte. Sniper-Team, ihr seid sicher soweit. Gerade zur am Vorrang. Genau, UAV hat keine Feindkontakte in eurer Nähe. Verstanden, danke. Team 2, ihr könnt hier zu uns kommen. Den haben wir bald. Wir haben hier einen Eingang. Team 2, ihr werdet direkt durch den Eingang und dann links rumgehen, wir werden rechts rumstürmen. Gebiet wohl doch noch nicht sicher.
bitte Zivilisten holen, das Nachzügler-Team. Was, Zivilisten? Könnt ihr... Den Zivilisten, so, ja, den ihr da habt, dann könnt ihr bitte mit. Weiter links runter, weiter links runter. Komm jetzt rein. Okay, der Rest bitte, solange wir auf den Helikopter warten hier, bitte einmal die Außengrenzen des, des Lagers sichern. Kurz Info, Medivac wird gleich kommen, den Zivilisten bitte einladen und dann wird er weg. Nein, ich häng fest. Da vorne waren noch zwei Jeeps. Wenig Benzin, aber fertig. Verstanden. Okay, dann werden wir die nehmen. Die zweite... Ich komme noch nicht rein. Raketenwagen. Ich habe auf 30 und 50 eine Patrouille. Ein Mann mindestens. Wie viele Meter? Maximal 100. Verstanden. Sniper bitte auch ausrichten und dann ausschalten, Feuerbefehl. Wieder in Sicht. Soll ich schießen? Sag mir erstmal wo. Ist jetzt auf 315, 14, 3... Sorry, ich musste jetzt schießen, hat auf mich geschossen. Die waren ja close, oder? Würde ich auch so sehen. Statuspatrouille? Schmutz hat geschossen, ich sehe nichts. Ja, der ist tot. Okay, wir warten mal kurz auf den Medivac, das ist unserer. Dann werden wir uns vorne dann melden wir uns vorne am Ausgang einfinden und werden einen Jeep benutzen. Okay, wir hier fahrtrechtlich gemacht.
ist noch schlecht, wir werden gleich anrufen. Ein Funk ist ein bisschen geknallt rein. Ich verschaffe mir den Funk jetzt. Sniper bis unter Feuer. Scharfschütze bis unter Feuer. Wir kriegen Besuch, Jungs, aus 27, Dreimann-Patrouille. Ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. War Strunzi. Strunzi hat aufgepasst. Negativ. Gegner gesichtet. Drei, 22, Anfang vom Feld, kleiner Stein. Hat sich im Feld hingelegt, also in dem Feld hinter vor der Smoke, da ist richtig Bewegung. Okay,
schon irgendeine Sicht bekommen? Herr Timmin? Wir hören nicht, was los? Ich habe hier massiv Kontakt, der mich jetzt gerade einmal erwischt, aber ich hab... Sie rennen hier irgendwo noch bei mir rum, direkt in meiner Position vor mir, vor meiner Sniper-Position waren. Fahrzeug. Direkt vorne, bisschen langsamer. Kaliber 15, das habe ich ausgeschaltet, aber dann wurde ich von hinten immer beschießt, ist nicht mehr. Verstanden, wenn Position compromised ist, weg. Könnt ihr mal auf meine Position gucken und schauen wieder, was ist in Position, wo bist du? Ich komme jetzt hinterher. Bin knapp hinter euch. Bin da. Verstanden. Gruppe weiter. Jetzt haben wir verstanden. Also aufpassen, in den Feldern lagen welche und am Ende der Straße links habe ich noch mal was gesehen. Sich gekarkt von Zivilisten. 310. Kannst du einmal farbig smoken, damit der Tom so deine ungefähre Position hat und dich aufklären kann? Ich bin neben euch. Den Pickup mit dem HMG, der steht direkt neben mir. Ich bin nördlich von der Sniper-Position, an einem Stein hocke ich. Ich quetsche meinen Arsch gegen den Stein. Am besten einfach mal eine farbige Smoke, der hat leider gar keine Ahnung, wo du bist. Okay, Smoke liegt 100 Meter vor meiner Position. Jawohl. Soll ich nachrücken? Thomas, einmal kommt bei 10, klar, gleich. Hat er ihn? Ist ausgeschaltet. Das geht raus. Sieht da noch weitere Leute unter Kontakt? Bin hinter dir. Relativ. Ja. Ich
Schirm auf. Ich hab sicher einen Tag zum MRAM. Achtung, da läuft rechts, vor euch müsste das glaube ich sein. Läuft ein Gegner gerade weg. Aus dem Feld raus Richtung Nordosten. Gegner hinter uns ausgeschaltet. Da vor unserem Feld sind zwei Mann gewesen. Vorne links im Feld, ich werfe eine Granate. MG-Schütze, bitte einmal kurz nach vorne rücken, zu gucken, ob das... Moment, ich werde hinter uns beschossen. Cedric, alles klar? Bei mir ist alles gut. Sturzposition da vorne an. Cedric, kannst du zum Schutz aufschließen? Und was ist deine Position? Die Straße hoch, am Stein. Das bin ich. Achso, Sturz ist der Ruine noch. Dann Ruine, bitte Sturz aufschließen. Ich muss mich kurz zusammenflicken. Verstanden, gut, dann halten wir die Position erstmal. MG-Schütze, dir geht's auch nicht so gut, ne? Das war MG-Schütze, ich muss mich kurz verbinden. Mich hat's böse erwischt. Ich leg mich erstmal zusammen. Ich zieh sie aus der Zone raus. Cedric? Ja. Wo bist du? Hinten links an dem Haus. Richtung Süden von euch aus sein. Welche habe ich den Straßenkontakt ausgeschaltet? Der war nördlich Feld. Schießt immer noch ein AMG. Jetzt bitte kommen.
Bin gerade fertig geworden mit Verbinden, bin wieder fit. Sag mal, Tom im westlichen Feld, da rollen jetzt drei auf mich zu, ich bin immer noch oben. Unser JTAG ist down. Kann ich aber hören. Welches Feld? Westlich von der Stadt. Das eine, was so weit abseits ist, ein bisschen. Da wo Tracer hingehen. Genau. Aber einer ist mehr in meine Richtung, ich komme da vorne schon, dann war ich so. Einer in meine Richtung. Irgendwo ist er noch ein Hang. Ja, das krieg ich mit. Ja, weiter rechts. Nordöstlich von der Stadt, oben rechts auf dem Hügel, da sind so zwei graue Steine, dort ist ein Tarnnetz, das ist eine Stellung von. Na, wie geht's ihm? Ich hab einen. Ich wechsle mit dem Schießen die Position, das wird mir zu heiß hier. Ich fahr links am besten auf den Hügel. Ich war ein HG 260 Grad. Er ist schon wieder der Arm gebrochen, ich glaub's nicht. Liter, erstmal Liter. Ja, das braucht ja auch ein bisschen. Das geht ja nicht so mit einem Schubs rein, das muss ja... Brauchst du hier noch Hilfe? Kümmer dich mal um jetzt um die Kontakte in der Stadt, ich werde drüben das Lager noch sehen. Ja, aber Sicht auf zivile Kontakte in der Stadt, ich kann da nicht einfach reinhalten. Bestätige. Warte, da ist noch ein HMG-Truck irgendwo im Südosten der Stadt. Ja, ist der Stand, hat Standplatz das MG, Moment.
Ah, ich sehe den Lumpen, ey. Scheiße, ich komme nicht dran. Ja. Marc ist fast wieder da. Ich check kurz ab, wie es in der Luft dort. Auf dem Dach. Die Mörser gehen halt dauernd rein. Ich habe auf 115 in einem kleinen Bunker habe ich noch eine Person, die ich aber nicht treffen kann. Das könnte auch das MG sein. Wie gesagt, HMG, also zwei Personen, ah, die werden gerade unter Beschuss genommen, alles gut. JTAG, Meldung an den Heli, keine Treffer gelandet vom Heli, beide leben noch. Die Infanteristen ja, das HMG steht noch. Cedric, bitte rechts zum Feld im zum Stein im Feld springen. Ist das MG noch bemannt? Ja, ist noch bemannt. Ich sehe, wie es sich dreht, von daher lebt er noch. Er hat ihn erwischt. HMG ausgeschaltet. Soll ich nachrücken? Bestätige nachrücken, bitte zu den Steinen, wo wir gerade waren, hier hat man halt. Jawohl. MG-Schütze, du kannst die Straße hoch zu einer B-Spann vorrücken, wo wir wo du mich sehen wirst, da müssen wir Point halten. Bestätige. Bin da. Mach komm. Bin hier.
wir müssen ja gleich den MRAP sichern, heißt Tom muss den rausfliegen. Soll der schon mal den Blackhawk holen oder noch wird er dazu gehen? Ich glaube, ich habe sich Kontakt auf den MRAP. Jetzt müssen wir noch kurz Point halten. Er steht weiter am Nordwesten. Hast du jetzt nur noch einen feinen Kontakt, den sehe ich mal. Verstanden. Ups. Brauche ich mal schon zu wollen. Okay, ist ausgeschaltet. Cedric, bitte kurz Meldung, dann wird der MG-Schütze nach auf Stellung beziehen. Tom, wir müssen die ganze Wand noch weitergehen. Kein Eingang in das Gebäude. Tom kümmert sich gerade um die Stellung oben am Werk, ich hab's nicht gedrückt. Außenkreuz, ich möchte sicher sein. Das Haus mit den blauen Beschlägen vor euch, da war noch ein Feind. Den habe ich aber ausgeschaltet, also müsst ihr hoch tot eigentlich liegen, erster Stock. Da ist noch eine Smoke, eine von euch. Lauf, lauf! Das Gebäude sicher, Cedric? Okay, Mark, wo bist du? Ich bin Feinkontakt im westlichen Feld. Wir haben einen Feinkontakt im Haus, mindestens einen. Okay, Vorsicht, zivile Kontakte nenne ich. Wiederholen bitte. Verstanden. Jetzt holst du zu mir mehr Laufen, was ich sehe. Ich glaube, auf meinem Werk sind hier noch welche von denen. Ja, ziemlich close bei mir. Das Haus bemannen oder? Tom, soll mal checken bei mir auf dem Berg. Tom, soll mal links von mir auf dem Berg checken, also Richtung Norden. Ah, da ist noch einer gekommen. Ich hocke wieder an meinem Fahrzeug. Fireteam 2, bitte zum Reifen und mir an die Position vorrücken. PMG mit Umstellung. Thomas, einmal deine Position, Position markieren bitte. Ja, Moment, wir müssen ist markiert. Feinde müssen nördlich meiner Position auf der Hügelkette sein. 200 bis 300 Meter.
Bestätige, sehe ein Fahrzeug mit Schützen hinten drauf, kann ich sehen, was es ist? MG oder irgendwie was? Sichtung auf 313. Pass auf, das ist nicht mich, ich habe auch ein Fahrzeug mit MG hinten, aber ich bin nicht. Sieht aus wie ein HMG. Schütze ausgeschaltet. Einer ist noch abgesprungen. War Team 2, was soll er stoppen? Achtung, ich bewege mich mit dem Fahrzeug, sag doch Bescheid. Wir clearen gerade den Compound hier. Alle Soldaten hier, die unten im Dorf sind, einmal bitte bei der MG-Stellung wieder sammeln. Thomas, du bewegst dich gerade mit dem Fahrzeug, ja? Thomas, am Ende der Mauer, schau nochmal, ich sehe dann, was sich bewegen kann, aber auch irgendwie Blattwerk sein. Sandmauer? Ja. Ja. Den hab ich noch. Ansonsten keine weiteren Sichtkontakte. Scharfschütze, Heli, kannst du den Scharfschütze kurz abholen und die uns zum MRAP bringen? Jo. Obwohl, warte kurz, kannst du den wieder picken und zu einer NZ bringen? Hier oben ist noch voll funktionstüchtiger HMG-Truck, ja? Oder was schießt immer noch auf den Turm, irgendwie hinter ihm oder so? Ja, Schüsse kommen aus Richtung 2 oder 3, so die Richtung von mir. Keine Sichtkontakte.
hier unten. Wir sammeln uns hier beim MRAP. MG ist auch schon hier, ne? Ich bin noch auf dem Dach, soll ich runterkommen? Achso, okay, dann komm jetzt runter. Hast du Thomas auf? Helm geht da. Ja, Landezone ist markiert, der ist der Stadt. Landezone ist markiert, Westen der Stadt, Thomas Absitz. Landezone ist markiert, Westen der Stadt, Thomas Absitz, der soll nicht eigentlich in der Funktion. Vier Sitzplätze. Vier passen vier rein. Gut, da werden wir uns ziviles Auto, sonst können wir hinterher fahren. Okay, dann wir haben ziviles Auto hier noch, ne? Ja, genau. Ich check das mal aus. Perfekt, fährst. Dann werde ich in dem zweiten Wagen aufsitzen, Level fährt mit mir und MG-Schütze und Buddy Team 2 fahren MRAP. Verstanden. Nicht fahrtüchtig. Nicht fahrtüchtig. Dann werden wir uns hier noch umwagen. Wir nehmen den einzigen, den passen alle rein. Alle im roten aufsitzen. Kommst du rein, Nils? Irgendwie nicht. Passen noch nicht alle rein. Da hinten ist auch noch ein Auto. Das ist noch weiter Lader. Okay, let's go. Okay, Marc, Zwischeninfo, wir haben es nicht bis zu 1 Cent geschafft, wir wurden vorher schon massiv von einem HMG beschossen, ich werde mich drum kümmern. Verstanden. Eigentlich wird es uns auf nächstes geben. Hier geht los. Meine Position ist markiert mit meinem Weg. HMG ist schon aufs Level von mir. Jetzt der Wagen geht's. Auch, ganz angenehm. Straßensperre oder Feindkontakte kurz ausbrechen mit dem Wagen zur Seite und dann absitzen und Feinde geht. Soll Tom schon mal mit UAV aufklären? Positiv. Tom ist aber in Reichweite mit dem Network, ne? Bitte kurz nachfragen. Attacke vor uns.
checken. Wir fahren einmal einen Bogen links Rand. Nicht, dass es eine Bombe ist. Jawohl. Okay, haben wir die Stellung ausgeschaltet. Das müsste aber reichen, das hätte ich so gut für. Hab von hier aus Sichtkontakt auf die Stadt. Perfekt. Ziele markieren, bitte noch mit dem Engage aufpassen. Nee, das ist ein Rush, müssen wir auch noch. Ich werde nicht gerusht mit 1000 Meter. Anders Infanterie-Team, Aufstiegszone habe ich auf der Karte markiert. Dort angekommen, Rundumsicherung und wir werden die Lage sehen. Okay, folgendes: Ich habe BMP im Lager gesichtet. Verstanden. Melvin, bitte einmal Sicht über Tom bestätigen. Position nehmen. Tom an Sicht, kann ausgeschaltet werden. Bitte noch voll zurückhalten. Ist der in Bewegung oder nicht? Negativ, der steht. Verstanden. Sicht auf eine Mörserstellung. Hab ich schon. Verstanden, bitte so Scharfschütze, wenn du sie FD hast, die gleiche das auch schon. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Stellung vor uns, Mann. Cedric, bitte einmal Positionswechsel, Position wechseln hier. Mörserschläge, wir fährten. Rennen. Lass den Mörser ausschalten, lass den Mörser ausschalten. Ich bin dran, ich bin dran. Ja, schießt uns, bitte ausschalten. Weiter vorwärts. Okay, das Gate ist ausgeschaltet. Medic. MG muss ich erstmal flicken. Bin wieder wach. Verstanden. Hab keine Bandagen mehr, liege hier schwer verwundet. Verstanden. Also Nils sehe ich, aber Cedric sehe ich nicht. Ich komme vorbei, Jungs, zusammen und weiterhin. BMP, noch nicht ausgeschaltet, ich bekämpfe gerade die Wächter. So, MG ist wieder einsatzbereit. Verstanden.
Ziele an der Straßensperre sind ausgeschaltet. Alle ausgeschaltet? Bestätigung? Da steht keiner mehr. Verstanden. Okay, dann wirst du und Melvin, ihr werdet die Straßensperre bemannen. Stutz, ich werde zur Zelle gehen. Verstanden. Wo kam jetzt noch Beschuss rein? Ist das der Granatwerfer hier? Oh. Das ist mit mir. Ja, und Nils, hast du noch Bandagen? Kannst du zusammenkriegen? Ja, warte, ich schau mal, wie viel ich habe. Das ist nur mein rechter Arm, den Rest hat der links gemacht. Ja, 5 Stück habe ich noch, das müsste passen. Link. Ich flick mal kurz Melvin zusammen. Bist schon heile. Okay, was kann ich für dich tun? Hast du Sicht auf die Stadt? Ja, Moment. Wenn da die Eigenständigen geht. Kommt auch direkt Beschuss rein. Krieg Treffer rein. Irgendwo geradezu, ich habe nicht gesehen. Linkes Bein, wie will er denn das ge... Ah. Ich sehe nicht, ob hier unten links in den, im Wald was ist. Hier vorne ist Rauch, also liegt hier vorne jemand. Der war nah dran. Er war auch schön in die Rübe gehauen, der Sack. So, wie war der Plan? Okay, wir werden uns weiter die Straße hochbewegen. Bitte im 50 Meter Abstand bei Team 2 als erstes, wir als Welt als zweites, der Ergebnis als letztes. Wir werden die Straße weiter hoch, bitte den Fokus auf die linke Seite, also auf den Westen. Wenn wir eine bessere Position gefunden haben, werden wir die Stadt angreifen. Über den Tal. Cedric vorbereiten. Oh, was ist? Solange man selber die Straße hat, müssen wir die Safe sein.
Sniper? Scheiße. Kriegen hart per Schuss rein. Ich sehe die nicht. Haben wir noch Kontakt zum Sniper? Scharfschütze? Status? Ne, ich verschiebe gerade meine Position, was ich noch mal. Verstanden, es wäre sehr schön, wenn die... Wir greifen gleich übers Tal an. Ich bitte dich darum, alle Feindkontakte im Tal zwischen uns und der Stadt finden, aufzuklären und auszuschalten. Verstanden, noch habe ich da überhaupt keine Sicht. Verstanden, bitte. Cedric, ihr bewegt euch rechts den Hang hinhoch bis zur Deckung bei den Steinen. Wir werden die Stellung angreifen. Ja. Wir werden hier bleiben, Melvin. Dann geht das ebenfalls. So, Oscar? Nee, nur aufgeschaltet wird. Okay, Melvin. Gegner? Darf ich schießen? Okay, Mark, ich bin jetzt gleich auf dem Gegner gesichert, soll ich schießen? Westlich der Stadt. Der sitzt irgendwo hinter. Da wo die File auf Maps ist, das durch das Gebiet werden wir gleich vorrücken. Sehr schön, wenn du es einmal abscannen kannst und feindliche Kontakte ausschalten. Wir haben auf jeden Fall hier noch Kontakt. Ich sehe ihn, aber ich treffe ihn nicht. Irgendwie zeigt er die Sandsäcke nicht an. Granate raus. Der hat aber, ich habe zwei Blutspritzer da gesehen. Hin, oh, oh. Strunzi, mein Bein ist im Arsch. Bitte? Müssen wir auf den Fixpunkt gehen, das Tal ist riesig, ich weiß nicht ganz genau, wo ihr seid. Ist markiert. Ich hab nochmal Markierung. Straßensperre gesichert. Sehr gut. So uns aufschließen, wieder zurück. Okay, wir stehen die ganze Zeit nicht Kontakt zu euch. Perfekt. Wir hatten hier die ganze Zeit nur mit Kontakten zu kämpfen. Es wäre sehr schön, wenn du es einmal scannen könntest und es dann machen. Ausgeschaltet, hinter uns. Aus dem Tal, ja. Die Bäume, ey, das geht mir auf den Sack. Okay Jungs, wir werden gleich in der Kampflinie Abstand 5 Meter zum Nebenmann fortbewegen. Gegner ausgeschaltet. Norden 20, ist jetzt hinter der Biegung. Ja, ich hab deine Karte. 20, okay. Sniper, wir haben einen Feinkontakt direkt unterhalb der, der zweiten Straßensperre, müsste der sein. War der close? Ja, ich hab. Vielleicht sollte ich vorrücken. Okay, wir rücken vor. Aber nicht wieder in alles gesagt haben. Das ist ganz schön bewegt. Außer unter Hass ihn.
Ja, der ist hinten weggerannt, das war nice. Okay. Jungs, wir machen eine Kampflinie, die steht am Zwischenstand, zu dem Mann und Weg und dazu. Geduckt und langsam. Direkt voraus. Zwei Kontakte auf 39. Welche Richtung? 339. Beide ausgeschaltet. Alle Positionen. Okay, im Osten der Stadt läuft noch was weg. Verstanden, wir werden angreifen. Es fällt sich eigentlich so weit hier. Rechter Mann, ein bisschen näher zu uns. Bei den Wäldern halten wir uns an. Ja, wenn du treffen kannst, Feuer. Okay, im gleichen Rhythmus weiter nach vorne, bis zum beigen Haus. Gut, also der Westen der Stadt ist sonst feindlich. Verstanden, bewegen uns dort durch die Felder vor. Schlag dann von Westen ein und geht hinter die Stadt. Ich begebe mich gerade hinter die Stadt, das ist von Norden und so. Okay, Buggy Team 2, ihr werdet wieder vorrücken, Melvin und ich dahinter, dann kommt der MG. Einmal halt bitte, ich hab einen Feinkontakt im Fenster, zwei Feinkontakte. Brauche ich hier vielleicht jemanden, der mit mir feuert? Sag mal wohin? Ich sehe es auf 335 von meiner Position aus. Korrekt, 335, links Fenster, zweiter Stock. Haben wir Feuerlauf? MG-Schütze, bitte hier das, dieses kleine Haus hier hochklimmen, du wirst ins rückwärtige Schutzgebiet. Zivilisten im Gebäude links daneben oben drüber. Verstanden. Oh, gar keine Sicht hier oben. Richtig. Ne. Okay, ich werde hier noch besten Beschuss. Wir springen jetzt, verstanden, wir bewegen uns weiter auf die Stadt zu. Wir springen jetzt von Feld zu Feld, Cedric und Schutz Dieden, Melvin, ich Dieter, MG-Schütz, rückwärtiger Raum. Halten.
ausgeschaltet. Sturm Cedric vorne eine sichere Position suchen, rücken nach. Was war das? Wie lange wolltest du später mit der Deckoperation? Unbekannt. Das war auf jeden Fall meine Idee. Ich bin links vor dir. Achso. Hinter uns und hast Fokus auf den Nordosten der Stadt. Verstanden. Wo soll ich stehen bleiben? Da, wo ich da bin. Okay. Aus dem Gebäude, links hier. Der Sturm, Jungs. Melvin ist down, Melvin ist down. Den auf 159 hast du? Ja. Achtung, Beschuss vom Berg Richtung Westen. Sichtkontakt 222. Get ready. Ja.
Kommando Sniper. Einer down auf 2-7. Das sind beide Barrikaden. Wer die sprengen setzt. Verstanden, kurz rum um sich. Ich setze jetzt die zweite Sprengladung und dann sage ich dir Bescheid. Kontakt im Haus. Das kommt nicht. Sprengladung sind gesetzt. Mal schauen, ist die LZ markiert? Verstanden, LZ ist markiert, ja. Wir sprengen uns die Straße hoch, wir sammeln uns am USZ. Straße runter in den in der ursprünglichen Formation mit den Party-Teams, also diesmal gehen wir wirklich vor. Jawohl. Rücken aus. Hoppala. Vorwärts, vorwärts. Warte mal kurz. Nee. Alles klar. Weiter? Ja, weiter. Gib mir eine Sekunde. MG ist drin. CD auch drin? Ha ha ha.